Hallo, ich bin Markus Buttinger und stelle euch heute das Buch Philly Future gegen Skorprop vor. Im Jahre 3123 waren die Menschen auf der Erde schon ziemlich faul geworden. Daher wurde der Planet stark verschmutzt und durch Abgase sehr heiß. Die Menschen verließen die Welt und es blieben nur noch alte Roboter zurück. Doch die Menschen hatten keine Ahnung, dass die alten Roboter eine eigene Spezies entwickelt hatten. Im Jahre 4123 waren sie schon so komplex und gereift, dass sie Gut und Böse unterscheiden konnten. Die Welt existierte, es gab auch noch Städte, doch es lebten keine Menschen mehr, sondern die Roboter. Und in den Supermärkten gab es nur noch Maschinenöl und Chips in verschiedenen Geschmäckern zu kaufen. Einer der Roboter hieß Philly Future. Er wurde auch Philly genannt. Er war ein ganz besonderer Roboter, der das Böse verabscheute. Wenn er einen Verbrecher sah, konnte er nicht widerstehen, ihn zu schnappen. Merkwürdigerweise gab es in letzter Zeit sehr viele Bösewichte. Man vermutet, dass ein Boss existiert. Eines Tages, als Philly Future vom Einkaufen zurückkam, rannte ein Räuber an ihm vorbei. Er wollte ihn schnappen, doch als er um die Ecke rannte, war er verschwunden. Doch da kam noch einer dahergelaufen. Philly verfolgte ihn. Der zweite Verbrecher rannte zu einem Kanaldecker. Man konnte gar nicht so schnell schauen, war dieser auch in der Kanalisation verschwunden. Philly Future ging langsam und vorsichtig auf den Kanaldeckel zu. Als er ihn aufmachen wollte, hörte er die Stimmen, die ihm immer leiser wurden. Vorsichtig stieg er die Leiter runter. Aufgeregt, unten angekommen, ging er den Gang entlang. Plötzlich hörte er ein lautes Rauschen, das sich so anhörte, als würde eine riesige Welle auf ihn zurasen. Draußen musste ein heftiger Wolkenbruch stattfinden. Was sollte er tun? Er war so nahe am Ziel. Die beiden zu schnappen. Nein, jetzt konnte er nicht aufgeben. Plötzlich stürzte die beiden Räuber, die auch Ninjas waren, auf ihn zu. Mit ihren Laserschwertern gingen sie auf ihn los und verletzten ihn an der Schulter. Das Öl schoss aus seinem eisernen Panzer. Doch in letzter Sekunde wurde er von einer 3 Meter hohen Welle erfasst und ohnmächtig an einem Strand und gespült. Er schleppte sich ins Landesinnere und entdeckte am Horizont die Hand der Freiheitsstatue. Jetzt konnte er sich wieder orientieren. Als er sich in einer Reparaturwerkstatt schleppen wollte, kam er an vielen Verbrecherfotos vorbei, die genauso aussahen wie die Verbrecher, die ihn angegriffen hatten. Als er in der Werkstatt fand, dauerte es nicht lange, bis er repariert war. Gleich danach ging er erschöpft nach Hause. Zu Hause angekommen, legte er sich auf seine Robo-Couch und schlief ein. Am nächsten Tag nahm er ein prachtvolles Frühstück. Sofort danach rief er die Polizei und ging mit den Polizisten zum Eingang, bei dem er angegriffen worden war. Als sie durch den Eingang ging, kamen sie in einen riesigen Felsensaal. Es dauerte nicht lange, waren die Polizisten von den Ninjas gefangen. Doch viele fanden sie nicht. Sie dachten, dass sie alle Polizisten erwischt hatten. Und während sie ausgefragt wurden, schnappte sich Philly aus dem Versteck einen Gefrierstrahl. Langsam frierte er Ninja für Ninja ein. Plötzlich bemerkte er den Ninja-Boss, dass es immer weniger wurden, aber er tat so, als würde er nichts bemerken. Als Philly den Nächsten einfangen wollte und wieder aus seinem Versteck kam, gab der Ninja-Boss den Befehl, dass alle sich auf ihn stürzen sollten
um ihn auszulöschen. Doch das schon sehr ein kleines Heer hatte gegen Philly keine Chance mehr. Und Philly, der noch einen zweiten Gefrierstall hatte, konnte mühelos alle abschießen. Und es stand nun eine Mauer aus eingefrorenen Ninjas da. So mussten die Ninjas über die eingefrorenen Ninjas kraxeln. Nachdem der letzte eingefroren war, sah er sich den Ninja-Boss zum ersten Mal genauer an. Im Licht bemerkte Philly, dass er einen Skorpionstachel hatte, der hinten unter seiner Verkleidung steckte. Der Ninja-Boss taute jetzt wieder etwas auf und konnte sich aber noch nicht bewegen. Philly fragte ihn: "Wie ist dein Name?" Mit zorniger Stimme zischte er: "Mein Name ist Skorprop." Plötzlich schoss Skorprop aus Skorprops Stachel einen Giftstrahl auf ihn. Doch aus reinem Reflex heraus fuhr Philly das Gift mit seinem Gefrierstrahl ein und wich das aus dem Gifteis aus. Und schon begann der Kampf zwischen Philly und dem Ninja-Boss. Die beiden sprangen hin und her und machten Kunststücke wie Salto, Flickflack und so weiter. Auf einmal rannte Skorprop rasend auf ihn zu und schlug ihm seine Waffe aus der Hand und wollte ihn mit seinem Giftstachel auslöschen. Doch Philly machte einen Rad nach links und noch ein Rückwärtssalto auf eine Kiste. Wütend rannte Skorprop auf ihn zu und wollte ihn mit seinem Stachel erstechen. Doch Philly wusste, was er tat und machte einen Flickflack nach rechts. Extrem zornig durchschlug Skorprop die Kiste, auf der er stand. Unerwartet für Skorprop schlug Philly mit seiner ganzen Kraft auf seine Brust. Gleich danach rannte er langsam auf ihn zu, sodass Skorprop dachte, dass er ihn schlagen wollte. Sodass Skorprop ihn stechen konnte. Plötzlich beschleunigte Philly so schnell es ging, dass Skorprop den Schacher zu spät auslöste und ihn nicht stechen konnte. Und dann schoss aus Phillys Gürtel ein Seil mit einem Haken um Skorprops Hals und rutschte durch seine Füße. Schnell stand er wieder auf und zog am Seil, sodass er Skorprop einen Salto machte. Er schnappte sich sein Gefrierstrahl und schoss ihn ab. Als alle Polizisten befreit waren, wurden Skorprop und die Ninjas in ein Robgefängnis gebracht und Philly lebte zufrieden und als Held weiter. Das war die Geschichte von Philly.